Die Stadt Hoyerswerda ist aktuell mit rund 33.000 Einwohnern weit von ihrer einstigen Größe entfernt. Über 70.000 Menschen wohnten damals in der jüngsten Stadt der ehemaligen DDR. Das hinterlässt auch Spuren im Stadtbild, aus dem in der zurückliegenden drei Jahrzehnten nicht wenige Wohngebäude verschwunden sind. Gerade der Rückbau sei eine besondere Herausforderung, so Steffen Markgraf, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda, in einem Pressegespräch vergangene Woche. Als Großvermieter betreut die WGH gut 7.500 Wohnungen sowie 250 Gewerbeeinheiten. Außerdem hat das Wohnungsunternehmen die Stadtentwicklung 30 Jahre lang begleitet und mitgeprägt. Um nicht einfach beim Schrumpfen zuschauen zu müssen, braucht es bisweilen Perspektiven und Projekte, die etwas voranbringen. Nicht ohne Stolz verweist Jeff Markgraf dabei auf die Ergebnisse des Vorjahres. Wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Warum war das Jahr für uns erfolgreich gewesen hier in Hoyerswerda? Wir konnten unsere Baumaßnahmen, das heißt also die großen Projekte zu nennen, die Paul-Ehrlich-Straße, wieder mit einem Stadthaus fertigstellen. Das heißt, wir sind ganz stolz darauf, dass wir hier ja mitten im Lausitzer Seenland in Neubau investieren. Wir konnten dort auch schon Neumieter mit begrüßen. Das heißt, vom ersten Tag an ist dieses Areal mit abvermietet worden. Die Häuser sind besonders für Familien und Menschen gedacht, die gern zentrumsnah leben möchten, so Markgraf. Das stieß offenbar auf großes Interesse bei potenziellen Mietern. Erfreut zeigt sich der Chef des Wohnungsunternehmens darüber, dass mit der Vermietung auch ein Zuzug mehrerer Familien nach Hoyerswerda verbunden war. Doch nicht nur Neubau stand 2020 auf der Agenda der WGH. Wir haben aber auch ein weiteres Großprojekt gehabt, die Paul-Ehrlich-Straße 2-8. Auch hier ist es uns gelungen, mit einer Investitionssumme von über 4 Millionen Euro in modernes Wohnen zu investieren, in Wohnungen für ältere Menschen zu investieren. Und hier reden wir über 48 Wohnungen, die wir so richtig in Schuss gebracht haben, ob nun mit Aufzugsanlagen, Aufzugstürmen, mit Balkonanlagen. Energetische Sanierung wurde durchgeführt. Das Innenleben der Wohnung wurde ja auch durchsaniert. Grundrissänderung, vergrößerte Bäder. Alles das, was man ja heute unter modernem Wohnen und Leben versteht, haben wir dort mit investiert. Neben den Großprojekten gab es auch weiter Umbau- und Sanierungsarbeiten im Wohnbestand, so Markgraf. Investiert wurde dabei im zweistelligen Millionenbereich, wobei das Geld überwiegend in der Region geblieben ist. Auch hier kann man konstatieren, dass wir mit einer Investitionssumme über das ganze Jahr mit fast 12 Millionen Euro ein Stückchen Wirtschaftsförderung mit betrieben haben. Wir haben vornehmlich regionale Firmen oder lokale Firmen hier aus Hoyerswerda mitgebunden. Und die waren alle sehr professionell, sehr fleißig gewesen im letzten Jahr und konnten quasi unsere Projekte, unsere Wünsche, aber auch viele Mieterwünsche mit erfüllen. Und das ist, wie gesagt, auch nicht selbstverständlich. Und deswegen möchte ich mich auch gerade bei den bauausführenden Firmen hier an der Stelle nochmal bedanken. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die barrierefreie Umgestaltung bestehender Wohnbauten. So konnten sich gerade Bewohner des Wohnkomplexes 1 auf entsprechende Neuerungen freuen. Ja, wir haben einen Schwerpunkt im letzten Jahr darauf gelegt, dass wir in Aufzugsanlagen hier investieren. Dort haben wir uns den Wohnkomplex 1 mit vorgenommen. Das heißt, der älteste Wohnkomplex der Neustadt von Hoyerswerda wurde mit Aufzugsanlagen ausgerüstet. Hier ist uns zugute gekommen, dass wir die großen Treppenaugen mit nutzen konnten. Das heißt also, innenliegende Aufzugsanlagen wurden dort mit installiert. Und jetzt haben sozusagen unsere Mieter die Möglichkeit, vom Keller bis unter das Dach, also bis zur einzelnen Wohnung, barrierefrei mit zu gelangen. Und das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für die ältere Kundschaft, die älteren Menschen, sondern auch für die jungen Menschen, die ja auch Aufzugsanlagen ganz gern nutzen wollen, um eben ihre Einkäufe nach oben zu transportieren, um die Kinder, mitzunehmen, ohne dass großes Treppensteigen hier notwendig gemacht wird. Neben Wohnungsbau und Sanierung unterstützt der Großvermieter auch Projekte und Vorhaben in der Zuse-Stadt, wie Steffen Markgraf zu berichten weiß.
Ja, wir haben natürlich auch uns gesellschaftlich engagiert. Das heißt also, wir haben auch wieder über 30 einzelne Projekte im Bereich Sport, Kunst, Kultur mit umgesetzt in Hoyerswerda. Und da kann ich beispielhaft einfach mal den Sportclub Hoyerswerda benennen, den wir mit unterstützt haben, den LAV, also den Lausitzer Handballverein, den wir gern unterstützt haben, aber auch die Krabbertmühle mit dem Brotbackhaus oder die Filmnächte in der Krabbertmühle. Genau das soll auch in Zukunft so bleiben, bekräftigt der WGH-Chef. Zudem dürfen die Hoyerswerda gespannt sein auf das, was das Wohnungsunternehmen für dieses Jahr plant. Dazu gehört die Fertigstellung des dritten Hauses in der Paul-Ehrlich-Straße und weitere Aufzüge, unter anderem in der Käthe-Niederkirchner-Straße.